Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, Freunde. Und ihr habt euch bestimmt schon gefragt oder vielleicht auch nicht, wo bleiben denn die Ernährungsvlogs? Hat sie so schnell schon wieder aufgegeben, nach 2 Wochen direkt eine Woche durchziehen und dann wieder direkt nicht? Oder was ist da los? Ich werde euch heute sagen, woran das gelegen. Und zwar war ja geplant, dass ich euch mitnehmen werde nach dem ersten Vlog in meiner Sportroutine bzw. in meinem Training. So, wir sind jetzt hier im Fitnessstudio und ich werde euch ein bisschen mitnehmen bei meinem Training. Heute Fokus auf den Arm. Genau, wie ihr gesehen habt, hatte ich da an dem Tag Fokus auf den Arm, beziehungsweise ich habe angefangen mit Stepper und dann mit dieser Brustpresse. Da hatte ich auch ordentlich Muskelkater, um ehrlich zu sein, auch die nächsten paar Tage danach. Das war der letzte Tag, wo es mir dann noch relativ gut ging. Und direkt danach habe ich schon gemerkt, also nicht direkt an dem selben Tag noch, sondern an dem Tag danach, dass ich Halsschmerzen bekomme und so einen Husten. Das bin ich dann einfach, einfach krank geworden. Das war letztendlich der Grund, warum jetzt die letzten beiden Wochen nichts kam. Aber ich hatte versucht, wenigstens abends so mein Essen anzupassen, beziehungsweise darauf zu achten, was ich genau esse. Und dann mache ich mittlerweile mir einen Avocado-Toast mit diesen Flohsamen drauf. Ich muss sagen, es schmeckt mir sehr gut. Also ich mache entweder einen Avocado-Toast abends oder griechischer Joghurt mit Apfel. Das ist auch ziemlich, ziemlich geil. Aber auch das, Freunde, gehört zum Leben dazu, dass man krank wird und leider solche Projekte ein bisschen verschieben muss. Dafür wird aber die nächste Woche richtig geil, denn es geht morgen in den Urlaub, Freunde. Das erste Mal fliegen für mich. Um 16 Uhr geht der Flieger. Und da bin ich auch jetzt schon heute und gestern und eigentlich schon die ganze Woche sehr, sehr, sehr nervös. Und bin gespannt, wie das wird. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und auch zeigen im Flieger natürlich mit Flugmodus den Start und so weiter. Ich hoffe, ich werde daran denken und werde nicht zu nervös sein. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auf richtig geilen Content freuen. Deswegen seid mir bitte nicht böse, dass die letzten Wochen kein Video kam und es heute auch nur so ein quasi Erklärvideo kam, warum keine Videos hochgeladen wurden. Genau, aber das wird auf jeden Fall richtig geil. Das war schon immer so mein Lebenstraum, so blaues Wasser mal zu sehen. Ich war bisher nur an der Nordsee und an der Ostsee. Und das ist eben mein so kleiner Lebenstraum gewesen. Und ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich sehr. Und da werde ich dann euch mitnehmen und werde dann auch da versuchen, mit Ernährung das hinzukriegen im Urlaub. Ich hatte heute mit Monja das Gespräch um 13 Uhr und da haben wir uns so ein bisschen beraten, wie wir das jetzt machen im Urlaub. Weil im Urlaub ist es auch schwierig, da auf Ernährung zu achten. Aber da werde ich mir dann das Buffet angucken und euch dann da mitnehmen. Und da natürlich, da ist es auch ein bisschen spannender, kann ich euch auf jeden Fall ein bisschen mehr mitnehmen. Deswegen, Freunde, sehr, sehr gerne den Kanal hier abonnieren, ein Like geben und gerne auch einen Kommi für den Algorithmus da lassen. Wenn ihr das Video seht, bin ich schon im Urlaub und hat den Flug auch schon hinter mir. Ich bin nervös, wie man merkt. Alles wird gut. Wir sehen uns, Freunde, im Urlaub auf Ibiza. Let's go, stimmt. Ich habe noch gar nicht gesagt, wohin das geht. Es geht nach Ibiza. 2 Stunden Flug. Eigentlich hatten wir erst überlegt nach Malle. Aber jetzt noch Ibiza. Vielleicht auch mal eine Nachtparty. So, Freunde, und zum Abschluss nochmal. Wir haben jetzt 23 Uhr immer noch den Freitag. Und ich mache mir jetzt zum Abschluss nochmal einen Granatapfel als Mitternachtssnack. Das ist jetzt wieder die Saison für Granatäpfel. Und die mache ich sehr, sehr gerne. Und da habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp bzw. Trick, was schon sehr mein Leben verändert hat, sozusagen. Und falls ihr den noch nicht kennt, passt jetzt in den nächsten paar Minuten nochmal richtig auf. Also zuerst braucht ihr natürlich einen Granatapfel und dann braucht ihr noch eine Schüssel Wasser. Als ersten Schritt schneidet ihr natürlich erstmal die Granatapfel durch und dann packt ihr diese Stücke ins Wasser und dann pult ihr sozusagen aus den Stücken die Kerne raus und die Kerne werden dann automatisch runtersinken und das Weiß von dem Granatapfel bleibt oben, beziehungsweise den Müll, den kann man dann hinterher einfach raussortieren, wie ihr auch im Video seht. Und das ist es einfach und das erspart euch ganz viel Sauerei. Was auch noch wichtig zu wissen ist, dass Granatäpfel viel Kalium, Kalzium und Eisen enthalten, was wichtig ist für zum Beispiel unser Herz und unsere Muskeln. Jetzt haben wir die Kerne hier und können jetzt nochmal genießen. Hoffentlich geben die mir noch ein bisschen Vitamine, damit ich noch jetzt gesund werde in den letzten paar Stunden, bevor es losgeht. Supi, wir sehen uns im nächsten Vlog.